Hallo und herzlich willkommen zur 133. Folge unseres Let's Plays zum Mass Effect. In der letzten Folge haben wir den Planeten Nurdacrux im System Vostok untersucht. Und hier auf dem Planeten befindet sich anscheinend eine Exogeny-Einrichtung. Wir müssen diese Exogeny-Einrichtung ein bisschen aufräumen. Na, voll daneben. Unbelievable. Einfach mal alle auf einmal getötet. Hallo. Ich hab sogar noch ein bisschen was von deren Explosionsschaden abbekommen. So, hier scheint es schon mal etwas ruhiger geworden zu sein. Und wir müssen sehr wahrscheinlich erstmal auf eine Konsole zugreifen, um diese Mission richtig beenden zu können. Oder es kommen halt jetzt nochmal zigtausend Gegner. Was natürlich auch möglich ist. Öffne dich Tür. Gehen wir gleich erstmal dahin, wo unser Ziel ist. Oh. Rescuers? Oh, thank God. See? I told you somebody would come to investigate that signal. Huh? My name is Dr. Ross, Chief Exogeny Researcher at this facility. We've been trapped in this room for days. We're almost out of food and water. You got here just in time. Sie sind hier geschehen. Sicherheit, meine ich. Why is this place crawling with Thorian creepers? How do you know about the Thorian? Tch, ich hab ihn gesehen. I know what Exogeny was up to. I saw what they let the Thorian do to those colonists, so I destroyed it. Our secret's out then. No point in my lying. You already know the worst. The creepers here were created using altered samples from the specimens on Pharos. Mm-hmm. We discovered a way to turn them into docile, obedient servants. Aber wohl doch nicht so. Fine until a few days ago. Then all the creepers suddenly went berserk. Only a handful of us made it back into the safety of this room. Allgemeines Notsignal. Why didn't you send a clear message asking for help? All we had was that signal from the emergency beacon. This is a closed communications base. Exogeny was worried about someone on the project selling secrets to a rival firm or reporting our work to the authorities. We have no direct communication with the outside, only the emergency beacon. It sends a general distress signal to the Exogeny site on Pharos. They're supposed to send a team to respond inside of 24 hours, but it sounds like they had problems of their own. Oh ja, das hatten sie. Gibt es noch weitere Überlebende? Any chance some of the other people at the base might still be alive? I doubt it. Too many creepers out there. They never stood a chance. We're the only ones left. Und warum sind die Creeper durchgedreht? Any idea why they turned on you? Maybe there was still some kind of link between the creepers and the Thorian back on Pharos. The Thorian was unlike any other life form we've ever studied. I can't explain how, but maybe when it died, it somehow set off the creepers here. Gut, keine weiteren Fragen. Look, I know what we did here was wrong. I'll admit that. But it's over now. There's no sense reporting this to the authorities, right? Sie haben hier viel Leben verloren. Ja, bla. You were in charge of this project. The safety of the staff was your responsibility. They trusted you, and you betrayed that trust. Be reasonable. I didn't mean for this to happen. Besides, how does it help anyone if I end up in jail? Normally, Exogeny would have my back, but it sounds like they're going to have their hands full cleaning up the mess on Pharos. But I've got money. A nice little emergency fund I set up. It's yours if you let us go. Das kann ich nicht tun. The victims here deserve justice. I have to take you in. That's not going to happen. Uh-oh. Open fire. Open fire. Meinst du das Feuer? Ah, ich kann nicht schießen. Ah, jetzt aber. Bam! Die zweitklassigen Söldner von Exogeny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Nachdem der letzte Medizinschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Bam. Wir wollten uns bestechen. Mich besticht man nicht. Und ich bin Granat.
Not now, Shepard. Now, it's not the time. Ja, wir können die Waffen eigentlich einstecken. Hier ist ja nichts mehr los. Und dann können wir noch eine Hilfestation öffnen. Damit wären die bösen Machenschaften von Exogeny zumindest auf diesem Planeten mehr oder weniger beendet. Was sagt mein Tagebuch? Mein Tagebuch? Richtig. Das haben sie gut gemacht. Abgeschlossene Kiste. Ach, das war eine Mission, die wir gerade beendet haben, die wir durch solche Nebeninformationen auf Pharos entdeckt haben. Dann interessiert es mich halt, was auf diesem, in dem einen System, wo wir noch gar keine Mission für haben, ob es dann auch nochmal eine Mission gibt. So eine kleine Nebenmission. Ah, das überbrücken und mitnehmen. Ich merke gerade erst jetzt richtig, dass wir auch Erfahrung fürs Digivrieren bekommen. Okay, okay. Dann werden wir jetzt noch in der Folge das System fertig erkunden. Ich muss hier gerade noch die Map richtig stellen. Da. Zwei Sachen gleichzeitig zu machen ist schwierig. Multitasking kann ja niemand. Es sind noch so drei Sachen. Oh, da ist eine Mauer vor mir. Drei Sachen oder so, die man untersuchen muss auf dem Planeten. Und dann könnten wir schon. Was heißt jetzt schon? Könnten wir ins nächste System reisen. Je nachdem, wie lange das jetzt hier noch auf dem Planeten dauert, erst in der nächsten Folge oder halt noch in dieser Folge. Meins. So. Direkt hier ist was. Wie man ja auch schon auf der Karte sehen kann. Ist halt nur die Frage, wie wir da am besten hinkommen. Aber ich glaube, dieser Weg dort hinten, der führt uns schon mal gut in die Richtung. Na, da müssen wir irgendwie dann wieder auf den Berg drauf. Wie ein Stein fällt das Teil. Ja, das sind irgendwelche Tiere, die ich gerade nicht sehen kann, weil die Kamera so blöd ist. So, raus mit euch. Abgestürzte Sonde. Dann bergen wir die mal. Fuck. Da muss ich außenrum. Alles mitgenommen. Gucken wir mal diese Tiere da hinten noch an. Ach, gehen wir in Marco, das geht schneller. Was sind das denn? Hallo? Redet nicht mit uns. War das das, was auf der Karte noch markiert war? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall. Irgendwo hier war was markiert. Da gehe ich jetzt einfach mal mit Marco hingucken, aber dass ich keinen von denen überfahre. Die stehen hier schon so provokativ. Unser Marco macht ja gerne mal Mist. Ah, ich glaube, das waren die, die auf der Karte markiert waren. Dann müssen wir nur noch hier oben hin. Was steht hier auf der Karte? Zielort. Ah, ja. Ah, nee, Quatsch. Das ist ja, weil ich eine Markierung gemacht habe. Na, Idiot. So. Ich will hier nicht den Berg runter. Wenn ich hier schon mal oben bin, dann will ich auch nicht mehr runter. Weil hier wieder hochzukommen wird ein Spaß. Das könnt ihr mir glauben. Ja, jetzt. Komm mal, da ist doch grün. Jetzt hat er sich gefangen. Zumindest halbwegs. Boah. Jetzt mach Hände. Alter. Jetzt. Ist das ein Kampf? Oh. Ja, mach hier. Fahr hier auf eine Seite von Renen. Müssen wir dafür ins Tal rein? Ja. Geronimo. Naja, da sind wir. Oh, mein Reifen ist ein bisschen beschädigt. Egal. Sind wir schön von oben runtergesprungen. Ist aber egal, weil wir dann nichts mehr machen müssen. Ist ja das Letzte, was hier zu finden gibt. So. Eine. Was ist das? Ein uralter Trümmer. Bergen wir das mal. Artefakt gefunden: Turianische Insignien. Diese Rettungskapsel ist bis zur Hälfte unter Material verschüttet, das von den Bergen heruntergespült wurde.
Obwohl sie augenscheinlich schon seit Jahrhunderten hier liegt, wird der Computer noch immer mit Energie versorgt. Indem sie eine Verbindung mit ihrem Kampfanzug hergestellt haben, können sie Daten mit Informationen über die Tracia-Kolonie sichern. Gut, die Insignien brauchen wir alles nicht, weil wir das ja schon alles haben. Aber gut, so gehen wir zurück zur Normandie. Und machen da mal ein bisschen Chaos. Oh. Jetzt bin ich echt am Überlegen, machen wir erst Würmeyer oder erst dann Pinnacle Station. Eigentlich kann man erst Würmeyer machen. Würmeyer. Ich muss mal kurz gucken, für welches System von denen haben wir schon mal noch eine Nebenmission? Ins Matano-System. Dann gehen wir, was war das andere? Caspian, gell? Caspian Border. gehen wir nach Caspian. Caspian. Gehen erstmal in dieses System. Da kann sogar sein, dass wir das sogar schon kennen. Weiß ich nicht. Werden wir ja gleich sehen. Konokufia, okay. Wir werden aber erstmal das System aussuchen. Klutanka. Okay, das System hatten wir noch nicht. Klutanka ist eine große Welt von geringer Dichte mit einer Atmosphäre aus Stickstoff und Kohlenstoffmonoxid. Die Planetenkruste besteht aus Schwefel und unbedeutenden Silikaten. Gelegentlich Vorkommen von Schwermetallen, die gewöhnlich die Folge von Meteoriteneinschlägen sind, überziehen die gesamte Oberfläche. Durch den heißen blauen Stern Caspian entfacht der extreme Winde stellen eine ständige Gefahr dar. Das Eintauchen in die Atmosphäre ist gefährlich. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Erkunden. Sie haben Iridium entdeckt. Das nächste Planetchen. Farnuri. Farnuris Atmosphäre weist Spuren von Kohlendioxid und Helium auf. Die Oberfläche besteht vornehmlich aus Silikaten, die mit Eisenoxiden durchzogen sind. Das legt nahe, dass diese Welt einst eine sauerstoffhaltige Atmosphäre gehabt hat. Angesichts des verhältnismäßig jungen Alters des blauen Sterns Caspian und der beachtlichen Gravitation Farnuris muss die Veränderung mit erstaunlicher Schnelligkeit eingetreten sein. Vielleicht ist das Ergebnis einer Naturkatastrophe. Weitere Forschungen sind erforderlich. Sie haben Gold entdeckt. Nächste. Almacrux. Almacrux. Almacrux besitzt eine Atmosphäre aus Methan und Ethan. Trotz seiner großen Distanz zu Caspian erwärmt der energetische Junestern die Oberfläche fast bis auf gemäßigte Temperaturen. 31 Grad Celsius ist eigentlich schon ziemlich warm. An der Schattengrenze, wo das während der langsamen Nacht der dunklen Seite gefrorene Wasser auf die warmen Luftmassen der Tagzeit trifft, herrscht üblicherweise Bodennebel. Die Oberfläche des Planeten besteht hauptsächlich aus Kupfer mit Vorkommen Natrium. Das auf Almacrux im Überfluss vorhandene Wasser, die relativ milden Temperaturen und die moderate Gravitation haben dem Planeten einen Platz auf der relativ kurzen Liste der für Terraforming geeigneten Welten eingebracht. Allerdings gibt es bedeutenden Widerstand von Seiten ökoethischer Gruppierungen, die behaupten, dass Almacrux methanbasierte Bakterien die Vorläufer eines vollständig entwickelten einheimischen Ökosystems seien. Okay. Antida. Antida ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gas-Gigant. Spuren vom Natrium verdunkeln seine Atmosphäre. Unter den bekannten Planeten ist einer der wenigen mit einer synodischen Periode von mehr als einem halben Jahrtausend. Ganz schlecht. Trojanische Insignien. Beim Scan von Antida haben sie eine Reihe funktionsloser Geschütztürme im Orbit des Planeten gefunden. Das Aufklärungsteam konnte einen der Gefechtstürme bergen und an Bord bringen. Talia hat die Waffe demontiert und dabei ein Insignien des Katan-Außenpostens gefunden. Landen konnten wir auf gar keinem Planeten. Dann fliegen wir mal zu MSV Cornucopia. Die Cornucopia ist ein menschliches Modul-Lastschiff der Kowloon-Klasse. Weil das Raumschiff offensichtlich führungslos herumtreibt, sendet es kein Notsignal aus. Ex-Solar Shipping, Sonnensystem, an Bord gehen. Nehmen wir, die Entscheidung ist echt schwer. Aber bevor wir das Raumschiff untersuchen, werde ich hier erstmal speichern. Denn das war's auch schon wieder mit der 133. Folge unseres Let's Plays zu Mass Effect. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lifemaker, over and out.